Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Flug hier im Microsoft Flight Simulator 2020 mit diesem wunderschönen Bombardier CRJ-1000 von Binter Canarias aus dem Aerosoft Add-on CRJ-900-1000. Ja, und mit dem Flieger machen wir gerade Inselhopping hier auf den Kanaren, fliegen einen Ferryflug, und zwar sind wir unterwegs von der Insel La Palma auf die Insel Fuerteventura, sind jetzt hier ja eigentlich so auf halber Strecke ungefähr, überfliegen gerade hier Gran Canaria, da haben wir den Flughafen da auf der Inselseite, ich glaube da hinten am Horizont müssen wir ihn auch erkennen können, das müsste der Flughafen sein, und da hinten in der Ferne, glaube liegt Teneriffa, und ganz da hinten am Horizont könnte man, glaube ich, noch etwas La Palma erkennen. Ich weiß gar nicht, Fuerteventura muss irgendwo da hinten liegen, oder da links müsste Fuerteventura liegen, genau da sieht man auch schon leicht da am Horizont, genau hier unten die Inselhauptstadt von Gran Canaria, da haben wir Las Palmas. So, genau, wir gehen mal ins Cockpit vom CRJ, da seht ihr nämlich, jetzt sind wir gleich über dem Gran Canaria VOR, Golf Delta Victor, und von dort aus geht es auch schon auf unsere Star für den Anflug heute auf den Flughafen Fuerteventura. Und das ist eine gute Einleitung zum Anflugbriefing. Die Chart hatte ich jetzt schon mal kurz eingeblendet, auch mit der Star, könnt ihr euch auch gerne schon mal so ein bisschen dementsprechend angucken. Wir sind übrigens jetzt hier, Golf Delta Victor, da geht's auf die Star. Und bevor wir jetzt den Anflug so besprechen, kurz mal ein Wetterbriefing. Wir fliegen ja bei Live-Wetter und da jetzt wunderbar und schön warm Wetter hier im Winter, trotzdem da in den Kanaren, aber ja, liegt halt dementsprechend südlich, da ist natürlich schon schön warm jetzt, auch zu der Jahreszeit. Genau, Fuerteventura, aktuelle Meter, haben wir den Wind aus 150 mit 8 Knoten kommen, also Südwind. Auch da bei der KVOC, also Clouds Invisibility, okay. Und 21 Grad Temperatur, 9 Grad Taupunkt, das QNH auch 1018, ich glaube 1019 oder so hatten wir, glaube ich, in auf La Palma, genau. So, wir fliegen rein hier über die Gran Canaria Triviski Arrival, das geht nämlich rein auf die 19, deswegen hier Stars für die Runway 19 dementsprechend. Das geht rein über von Gran Canaria VOR, hier einmal quer rüber übers Meer nach Fuerteventura zum Wegpunkt Pepat, hier an der Westküste. Fuerteventura ist genau quer ab vom Flughafen, hier sollten wir vielleicht sogar auch schon sehen. Dann geht es hier weiter Richtung Kemef, da haben wir hier 54 Meilen, 7 Lanzarote, haben wir auch einen Punkt. Kann ich euch gleich mal zeigen auf unserer Lex-Page, da sollen wir dann 220 Knoten fliegen, müssen wir mal gucken, dass wir das machen. Und dann geht es auf Kemef, den Initial Approach Fix fürs ILS X-Ray, Piste 1.9, nehmen hier die 2. Dezember 21 Karten, also sehr aktuell. Genau, hier Kemef, 4000 at or above. Und dann geht es in diesem Arc hier so rüber aufs lange Final. Kurz mal gucken. Der Final Descent Point liegt bei 5 Meilen. Dann haben wir hier nochmal 3, 5, 8 Meilen. Also ungefähr 13 Meilen draußen drehen wir raus, rauf aufs ILS. So ungefähr in 3000 Fuß. Und dann gucken wir mal, ob wir den Glide kriegen auf jeden Fall. Hier müssen wir in 2000 at or above sein, wenn wir hier schon irgendwie den Glide kriegen, denke ich mal. Können wir diese Höhenrestrictions dann uns ignorieren, weil wir werden dann eh den Glide runterfliegen. Mist Approach geht ja geradeaus, ungefähr raus, Radial 185 von Fuerteventura bis 6,5 Meilen Fuerteventura, dann rechts rum auf diesen Arc hier von 42 Meilen von Lima Tango Echo, was ich jetzt gerade nicht irgendwo hier finde, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall auf diesen Arc. Und dann hier wieder auf das Radial Lima Tango Echo. Das muss irgendwo anders stehen. Ah, Lanzarote ist es wahrscheinlich. Lima Tango Echo 114 steht auf jeden Fall die Frequenz. Nach Kemef ins 4000er Holding sonst. Genau. Aerodrome Elevation 83 Fuß. Aerodrome Ground Chart nochmal kurz anschauen. Auch ganz interessant. Wir haben auf beiden Seiten 01, 19 versetzte Schwelle. 01 nochmal deutlich länger. Hätten wir noch eine Stopwave von 1000 Metern noch. Aber hier dürfte man halt erst hier sitzen. Hier haben wir ein bisschen kürzere versetzte Schwelle. Kommen dann hier runter. Und brauchen uns auch gar nicht so stark mit den Bremsen bemühen, da wir erst die hinten Echo 7 runter können. Hier wurde leider irgendwie nichts gebaut. Wieso? Fragt mich nicht. Wäre eigentlich ganz nützlich, denke ich mal. Weil Echo 6 wird wohl ein bisschen knapp, wenn wir erst hier sitzen. Also, ja. Wäre eigentlich hier so ein Abroller noch ganz sinnvoll. Keine Ahnung, wieso es nicht gebaut wurde. Aber gut, genau. Runway-Profil sieht ja auch ganz nett, sieht man hier noch. Erstmal leicht ansteigen und dann tendenziell die ganze Zeit abfallen bis zur 0. Eins. Und dann geht's aufs Apron und dann suchen wir uns schon den Parkplatz aus. Genau, wahrscheinlich hier irgend so eine Apron-Vorfeldposition. Soviel zum Approach Briefing. Wir gucken mal, wie weit wir es jetzt haben. Noch bis Gran Canaria, Fuerteventura, 176 nautische Meilen. Wir haben mittlerweile Golf Delta Victor überflogen. Jetzt geht's Richtung Pepat.
Genau. Und jetzt gucken wir mal, ob er jetzt den Top of Descent mittlerweile eingeblendet hat. Komischerweise nicht, weil letztes Mal, als ich einen Testflug gemacht habe, da bin ich auch diese Strecke geflogen. Da hat er mir ja nämlich einen Top of Descent eingeblendet. Ich bin zwar auf die andere Piste angeflogen, aber ja. Irgendwie will er es jetzt hier nicht uns einblenden. Ja, KMF steht hier aktuell drin noch mit Flight Level 170. Da werden wir uns mal einen 4000er Restriction reinsetzen. Dann können wir ruhig 4000A schreiben. Genau. Dass er das da so drin hat, dass wir hier über das Direct Intercept Direct To können wir dann hier schön sehen. Jetzt hat er hier jetzt auch noch Flight Level 170, aber mit den Sinkraten, dass man diese entsprechenden Höhen hat. Das verstehe ich zwar gar nicht, wieso dann hier 1500 Feet für Flight Level 170 steht, aber dass man halt die Sinkraten hat, die man eigentlich für die Höhe, die dann darunter steht, haben sollte. Sonst wären wir so ungefähr 60 nautische Meilen vor Fuerteventura anfangen mit unserem Descent. So, dann gucken wir nochmal kurz auf die MFD Advanced Page. Zoomen nochmal rein. Genau, also hier seht ihr auch diese Speed Restriction, die ich gesagt habe, hinter P-Pad mit den 220 hat er drin. Aber ja, wir sehen hier keinen Wegpunkt zwischendrin. Da käme er 4000 etwa buff und da kommen die ganzen anderen Restrictions hier fürs Final dann auf die Piste. Genau, Mr. Proto ist jetzt hier nicht eingeblendet. Kann man sich hier einblenden, dass der drin ist. Genau, da wäre der jetzt drin. Ich mache den jetzt aber mal raus. Genau, so viel dazu. Was können wir denn noch vorbereiten? Lass mal gucken. Wir können schon mal die V-Speeds uns angucken. Dazu gehen wir mal auf Performance. Hier haben wir unsere Landing Speeds. V-Ref ist 126, also 5 Knoten drauf. Mit 131 landen wir. Die können wir auch schon mal hier eindrehen, wenn wir auf V-Target. V-Target machen wir 184. Und Ref-Speeds V-Ref 126. Genau, V2 für Go-Round ist 133. So viel dazu, die ILS-Frequenz, gucken wir mal, ob er die schon automatisch reingelegt hat. 1156 hat er hier in dem Auto-Modus aktuell sich reingesetzt. Ich guck mal kurz nach. Die ILS-19er ist die 11, also Triple 13. Setzen wir die lieber, ist zwar im Automatik-Modus, vielleicht würde er es später umstellen. Wir setzen sie jetzt lieber mal selber auf die 111.3. Mit einem Frontkurs von 158. Ich schreibe es mir schon mal raus, den müssen wir dann später noch hier auf unseren Kursen noch eindrehen. Ja. Genau, würde ich sagen, fliegen wir jetzt so lange ein bisschen weiter. Und dann, wenn der Top of Descent, beziehungsweise der Top of Descent kommt ja leider nicht, wenn es dann langsam Zeit wird zu sinken, dann ja, melde mich wieder zurück. Da vorne, genau, sieht man jetzt auch immer mehr Fuerteventura. So, wir nähern uns jetzt immer weiter P-Pad. Sind zwar noch 140 nautische Meilen bis nach Fuerteventura. Aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht so, dass wir jetzt noch nicht mit dem Sinken anfangen müssen. Deswegen, genau, ich habe jetzt schon mal auf 220 reduziert. Lass uns schon mal den Sinkflug einleiten, jetzt auf 4000 Fuß. Da schon ein bisschen niedriger die Höhe gemacht. Hier mit Vertical Speed schon mal langsam runter. So, geben wir jetzt mal 4000 Fuß. Genau, gehen dann mal auf den aktuellen Luftdruck. Und können ja wenigstens jetzt langsam mal sinken. Genau, ich denke mir, ich fange das lieber mal ein bisschen früher an. Wir sind jetzt gefühlt schon so nah. Ich traue diesem 137 nautischen Meilen irgendwie gerade so gar nicht. So, 4000 Fuß ist set. Wir können ja mal mit jetzt so langsam anfangen mit 1000 Fuß pro Minute. Und das hier eventuell dann nochmal ein bisschen anpassen. Genau. Nehmen wir jetzt mal den aktuellen Luftdruck 1018. Genauso wie wir es aus der Meta auch entnommen haben, hat der hier auch. Wieso der jetzt VA auf 90 gesetzt hat, keine Ahnung. Na, drehen wir es nochmal hier neu ein. 1, 2. Ne, der setzt seinen V-Ref, macht der nicht auf. Aha. V-Ref macht der auf den Magenta-Dings. Das machen wir aber nicht. Wir setzen uns jetzt mal den 220er-Bug. Den Speed auf 220, damit wir hier diese Speed Restriction da als Indication haben. Irgendeinen Traffic hat er uns hier noch angezeigt, der irgendwie etwas vor uns ist. Wo eigentlich auch sinkt, aber ich sehe ihn jetzt nicht so genau. Hier haben wir Fuerteventura, da hinten Lanzarote und da drüben auf der anderen Inselseite. Ist der Flughafen, fliegen jetzt eigentlich sozusagen einmal außen rum. Genau, aber wie gesagt, irgendwie traue ich diesem ganzen
Karten nicht so ganz. Aber guck mal, hier sagt er auch Top of Descent. Na, guck mal, da ist anscheinend Top of Descent, obwohl er uns ihn hier nicht anzeigt. Interessant. Genau, und irgendwie sagt er hier, käme aktuell mit 2700 Fuß runtergehen, obwohl hier Flight Level 170 steht. Keine Ahnung, vielleicht nimmt er das trotzdem aber für die 4000 Fuß. Und er würde erst in 28 Meilen anfangen zu sinken. Also irgendwie kann ich mir, wie gesagt, das nicht ganz vorstellen, dass das noch 130 nautische Meilen sind, die wir da noch zu fliegen haben. Also irgendwas muss doch da, glaube ich, falsch sein. Keine Ahnung. Gucken wir mal auf der Progress-Page. Zeigt ja auch. Aber dafür noch 7 Minuten irgendwie. Weiß ich nicht ganz. Irgendwie traue ich im ganzen Ding nicht so gerade. Naja, wir fangen auf jeden Fall jetzt unseren Descent schon mal an. Genau, hier haben wir unsere Höhen nochmal drin stehen mit Chemf 4000 Adore Buff. So, jetzt tritt er ein. Lanzarote 5-5. Wie gesagt, das ist dieses mit den 220 Knoten, deswegen nehmen wir schon ein bisschen Schub raus. So, und jetzt haben wir laut Chart 18 Meilen bis nach Chemef. Genau, hier steht es auch so drin. Da sagt er hier, 2 Minuten würden wir brauchen, dann würden wir nur 2000 Fuß in der Zeit sinken. Ist der andere Flieger hier in 15.000 Fuß, der uns angezeigt wird? Oder was soll dieses 150 da sein? Keine Ahnung. Dann geben wir ihm doch jetzt mal ein bisschen mehr Sinkrate. 1.8. Und den Schub noch ein bisschen weiter raus. Genau, machen die Seatbelt Signs schon mal wieder an. Und fliegen schön so runter. So, ihr seht schon, den Flieger hat auf jeden Fall über die Frequenz von dem ILS auch schon was erkannt. Der Log 1 ist hier schon blau hinterlegt. Jetzt kann ich, können wir da sogar schon einen Kurs jetzt eindrehen. Geht das? Ne, den erkennt er nicht. Heißt, dann wir später den NavSource auf Localizer 1 wechseln. Aber ihr seht auch hier schon da den Gleitslopper da auch schon da in blau. Wunderbar. So sieht das gut aus. Ja, was wir eben eigentlich auch noch machen können, das ganz vergessen, Descent Checklist, Landing Elevation, die müssen wir noch setzen. Die war ja bei 80 ungefähr. Die Cabin Pressure mal ein bisschen runterdrehen. Ja, 60 passt auch. So, was haben wir dann auf der Landing Checklist? The Fuel is checked, Ticker is set, Radar is on, Crew Alerting System is checked, keine Warnmeldung. Landing Data is set, Approach Briefing haben wir gemacht, Descent Checklist completed. So, Schub doch noch weiter rausnehmen. Und kommen gleich durch die 10.000 Fuß, machen wir schon mal die Lights an, dann ist das auch schon mal erledigt. So, wir sind kurz vor Chemef. Ja, ich habe mir die Speedbrakes jetzt mal kurz rausgegeben und nochmal ein bisschen die Sinkrate erhöht. Also da werden wir euch schon viel früher mit dem Descent anfangen können. Keine Ahnung, wieso das jetzt so nicht gepasst hat. Ihr seht hier, Top of Descent sagt er auch erst danach nachher in einer Minute, 9 Meilen. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ja, wir schießen jetzt mal ein bisschen stärker runter. Gucken mal, dass das so passt und dann sonst müssen wir uns nochmal durch den Localizer durchgehen und so eine kurze Kurve dann fliegen, wenn es nicht anders geht. So, er dreht rechts um. Genau, jetzt fliegen wir hier so wie gerade im Norden von Fuerteventura einmal lang. Ja, Fuerteventura, Lanzarote sind ja so mehr die so wüstenähnlicheren Inseln im Vergleich zu Gran Canaria, Fuerteventura und so. Gran Canaria, Teneriffa und La Palma und so weiter da hinten, die in dem Westen. Die ja viel grüner sind und die hier sind ja mehr, viel mehr so steiniger, wüstenmäßiger. Man sieht halt auch mega cool jetzt hier auch im Satellitenbild aus, kann man das auch echt gut erkennen und sieht natürlich auch echt cool aus, das jetzt hier so im Satellitenbild so zu sehen, so richtig realistisch halt alles durch diese schönen Satellitenkarten hier. So. Jetzt haben wir die 220 auch. Er sinkt gut runter. Da, dann Top of Descent. Das ist echt komisch, dass der erst da ist. So, wir drehen mal unser aktuelles Heading ein, dass wir im Fall der Fälle einfach on 090 mal rausgehen können. Da sind wir doch einen kleinen Tick noch zu hoch. Dann würden wir uns einfach mit dem Heading da rausführen. Weil ihr seht, wir sind noch nicht durch den Glide durch. Ja, ein bisschen komisch mit dem Top of Descent, das kann ich euch leider jetzt hier auch nicht erklären. Wobei, da kommt der Glide langsam rein. Ah, das ist echt ein enges Ding jetzt so. Können die nochmal weiter runtergehen lassen, können jetzt mal 3000 eingeben. Dann kommen wir direkt jetzt unter den Glide, das könnte gerade so passen. Lassen wir mal mit NAV abdrehen. Ja, das passt gerade so.
Ja, jetzt kommen wir nämlich genau unter den Glide. Dann können wir jetzt die Nav-Source wechseln, Localizer 1. Dann machen wir den Approach-Mode aktiv. Localizer captured. Und die auch nochmal, ich weiß nicht, der Glide-Slope ist jetzt gearmt, genau. Wir lassen ihn trotzdem nochmal so die Höhe runterfliegen. Er baut jetzt Speed up, weil er in der Höhe bleibt. Das heißt, die Speed Brakes können rein. Wir setzen Klappen erste Stufe, sind noch 12 Miles to go. Da hinten ist die Runway, er ist halt jetzt ein bisschen überschossen. Das heißt, er muss jetzt nochmal nach rechts korrigieren. Dann machen wir nochmal kurz so, Heading Mode. Nochmal Approach Mode. So, Kurs Hose 185 hat er auch. So, jetzt den Speed ein bisschen nachsetzen. Und so müssten wir jetzt eigentlich ganz gut drauf kommen. So, jetzt müsste er den Glide Slope auch nehmen. Und die Flaps schon mal auf 8. So, Glide Slope ist captured. Da ist die Runway. Wunderbar, hat echt genau auf die Höhe jetzt so gepasst. Sehr schön. So, dann reduzieren wir den Flieger langsam mal. Die Left- and Right-Hand Thrust Reversers gehen wieder auf Armed. Dabei macht uns eine letzte Feinschliffkorrektur. So, Passing 3000. Da ist die Runway straight ahead. Wunderbar. Aber halt echt, hier seht ihr richtig krass den Unterschied. Sieht man halt am Satellitenbild. Ist richtig gut auch hier. Eben noch in La Palma oder Gran Canaria so alles richtig grün. Und hier so alles richtig wüstenmäßig. So, dann reduzieren wir mal weiter. Wir haben noch 9 Miles to go. Klappen nächste Stufe. 20. Reduzieren wir auf Final Approach Speed. Lassen wir den Schub ruhig auf Idle. So, 2000. Gear is going down. Und dann kommen die Flaps 30 gleich, wenn das Gear down ist. Genau, wir können die Misapproach Altitude einstellen, 4000 Fuß. Wir können hier im MFD-Menü uns jetzt den Misapproach einblenden. Gear down, Flaps 30 und Flaps full. 45. Before landing, check landing in advice, passenger signs on, thrust reverse armed, landing gears down, Flaps 45, before landing checklist completed. Da vorne ist die Runway. Blendet ganz schön hier mit der Sonne. Genau, wir erreichen unseren Rev-Speed. Hauen wir wieder ein bisschen Schub drauf. Speed-Bug setzen wir uns auf 131. Um das ganz gut zu sehen. Aber jetzt hat er echt noch perfekt gepasst. Jetzt hier den Flieger noch so richtig knapp und eng draufgehauen aufs ILS. So, jetzt schnell noch das Replay aktivieren. Sequence Recording. Genau, dazu erzähle ich euch gleich was, was damit zu tun hat. Ich sehe gerade, der Schub geht viel zu tief runter, da verpennt das. Und dann Autopilot Disengage, I have Control. Wir bringen den Flieger noch runter. Jetzt von Hand. Genau, was es damit auf sich hat, mit diesem Wiederholungsding, erzähle ich euch gleich, falls ihr es nicht schon irgendwie mal selber mitbekommen habt oder so. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen stabilisieren hier, ein bisschen viel am Schwanken mit dem Speed. So. Kann man das doch jetzt sehr schnell, aber echt gerade so gepasst mit der Sinkrate. Aber wenn ihr wisst, wieso der Top of Descent so spät erst da angesetzt war, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, jetzt geht es hier noch über den Hafen. Ja, und übrigens für den Flughafen von Fuerteventura nutze ich das Add-on von MK Studios, was mir von SimMarket für meine Videos hier zur Verfügung gestellt wurde. Dafür an der Stelle vielen Dank an SimMarket. So, genau, Wind kommt schön von vorne, wie wir auch auf dem Navigation Display sehen. Kann man auch gut jetzt da am Flughafen leicht versetzte Schwelle erkennen. Ganz schön rein. Papi sehe ich leider keinen, aber das machen wir jetzt so nach Gefühl und mit der Glide-Slope-Anzeige im PFD kann man den ja auch gut hier so runterbringen.
So, muss durch der 500-Call kommen. Da links kann man leicht die Papi erkennen, aber nur sehr schwer. Oh, wir haben die Minimums ganz vergessen. Na egal. Sieht man auch gut den Runway Slope. Und Touchdown. So, Idle Reverses. Und wie gesagt, ich meine, jetzt nimmt gar keine Bremsen. Wir haben erst ganz am Ende den Exit. Wobei, wir haben mich. Ist das hier auch noch einer? Ne, hier ist keiner. Ja. Reverses back in. Und rollen jetzt so bis ganz ans Ende, wo auch da der andere Flieger lang rollt. Beziehungsweise fast ans Ende, da vorne ist dann der Exit, den wir nehmen können. Ja, so eine schöne sanfte Landung, aus, hätte man den Flieger ein bisschen mehr hinsetzen können, damit der so leicht noch so zur Seite weggegangen ist. Gucken wir uns gleich eine Sofortwiederholung an. Auf jeden Fall zu der Sache mit dem Sofortwiederholungstool. Das ist jetzt ja seit dem letzten Simulator-Update, glaube ich, hier neu dabei, dass ihr über den Entwicklermodus, den könnt ihr in Einstellungen aktivieren. Dann habt ihr oben so eine Leiste und da könnt ihr unter einem dieser Dropdown-Menüpunkte Replay Cam oder sowas oder Replay Panel oder sowas aktivieren, dass ihr dann hier im Flugsimulator hier diesen Button habt, über den ihr dann hier dieses Wiederholung euch aktivieren könnt. So, wir verlassen über Echo 7, rechts Tango 7 und machen unsere Afterlanding Items. Ja, doch, eigentlich echt gut geklappt jetzt noch. Schön runterkommen hier nach Fuerteventura. Aber da hat man echt auch richtig cool jetzt hier auch diesen Runway-Slope gesehen. So, dann machen wir mal die Flaps rein. Starten die APU, Landing Lights off, Taxi Light on, Strobe Light off. So, was haben wir denn noch, das ist mir jetzt gerade so ad hoc eingefallen ist. Jetzt haben wir noch die Probe Lights, Probes können noch off. Der Flight Director kann off. Und, Transponder hier auf Standby. Und bleibt auch in der Mittellinie Flieger. So. After Landing Checklist. APU startet. Transponder Standby Radar ist off. Slats Flaps sind auf Zero, sind eingefahren. Lights sind set und Probes sind auf After Landing Checklist completed. So, hier mache ich mal kurz wieder Stop und dann können wir uns das gleich angucken. Jetzt rollen wir mal noch zur Parkposition. Genau, hier auch wieder sehr cool, wie ihr halt seht, durch die ganzen Flieger mit den Lackierungen das dargestellt. Ach, hier in dem, krass mit diesem Höhenunterschied, so wir gehen hier noch nicht auf die Ramp. Rollen noch ein Stück vor. Das ist mega cool, dass das halt jetzt hier mal so umgesetzt ist im Flugsimulator. So wie halt auch in echt. Aber krass, wenn man hier halt überlegt, wenn man hier im Flieger halt ist und einfach gar nicht sehen würde, wenn da hinten jetzt ein anderer Flieger rollt oder so, der relativ niedrig ist, weil man nicht mal das Leitwerk dann erkennt, ja, durch diesen ganzen Höhenunterschied. Auch so bei manchen Pisten ist es dann auch bestimmt so, dass man halt da so steht und dann die Piste halt so einen Slope hat, dass man, wenn am anderen Ende einen Pisten Flieger stehen würde, den halt überhaupt nicht sieht. So, genau, wir rollen jetzt hier Tango 6 und können den nächsten nach links, beziehungsweise brauchen eigentlich gar nicht nach links, weil wir jetzt hier irgendwo uns zu den anderen Fliegern hier direkt aufs Vorfeld stellen und gar nicht ans Gate. Genau, gucken wir mal, wo wir da so noch so eine Lücke erwischen. Und wir schön bei sonnigem Wetter. Da bin ich richtig neidisch jetzt gerade hier auf die, die in den Kanarischen Inseln sein können. Es ist schön warm im Vergleich zu hier. So kalt. Die setzen halt leider nicht mit den Flugzeugtypen passend, aber halt durch die Lackierung sieht es ja auch schon mal deutlich cooler aus. So, jetzt hoffen wir, dass hier irgendwas frei ist. Sonst, ja, wenn wir da wohl ans Gate gehen, da ist auch was frei. Aber zwischen den beiden Welling und der TUI könnte noch eine Position für uns available sein. So, das müsste dann die 43, 42 sein. Ah, 43 ist frei. Gehen wir doch direkt dazwischen, hier auf die 43.
Ja, welcome to Fred Ventura. So, nur noch EasyJet und so, halt mega cool, das ist halt echt passend zu den ganzen Flughäfen, was da wirklich so in Airlines unterwegs sind. Nur wieso jetzt hier der Taxing-Traffic jetzt das nicht hat, das weiß ich leider auch nicht, wieso der jetzt keine Airline-Lackierung hat gerade. So. Perfekt, Parking Position und dann schauen wir uns das Ganze nochmal in der Sofortwiederholung an. So, und da sind wir in der Sofortwiederholung, jetzt hier den Anflug. Ja, leider ist der Flieger aber nicht ganz hier in der Konfiguration dargestellt, wie er dann war. Zumindest die Flaps, sieht man zum Beispiel hier an den Flaps, die nicht draußen sind. Aber das Ganze ist jetzt, glaube ich, auch noch so eine Art Beta, meine ich, dieses Wiederholungstool. Und weil es ja auch nur noch über den Entwicklermodus aktuell nur integriert ist. Aber cool, dass es das schon mal so gibt und dann bin ich mal gespannt, bei welchem Sim-Update. Vielleicht ja mit dem nächsten schon, dass dann vielleicht auch vollständig ganz normal integriert wird, ohne dass man das über den Entwicklermodus aktivieren muss. So, aber sehr cool, dass wir jetzt da in-game schon mal was haben und da keine externe Software mehr brauchen. Und dann kommen wir hier schön rein. Jetzt sind der Flieger schön abgefangen. Schön sanft aufgesetzt. Oh, das Main Gear ist doch die ganze Zeit drauf geblieben. Centerline getroffen. Hat sich kurz angefühlt, ob das Left Main Gear nochmal irgendwie in die Luft gegangen ist. Aber hat ja so echt sehr, sehr gut geklappt. So, und zum Abschluss nochmal die Landung hier aus der Passagierkabine gesehen. Und dann war es an der Stelle auch schon gleich von dem Flug hier, von dem Flug heute, dem Inselhopping hier auf den Kanaren. Da sieht man schon die Rollwege, die Rollhalte. Und genau, da sind wir ja noch relativ hoch wegen der versetzten Schwelle. Und da die Feuerwehr hier auf Fuerteventura, das Vorfeld da und dann hier. Da schon die parkenden Flieger und hier die Piste und dann Touchdown. Da sind wir sicher gelandet auf Fuerteventura, da steht es auch nochmal am Flughafen groß geschrieben. Genau, sind also auf jeden Fall auch richtig angekommen und dann war es an der Stelle von unserem Flug hier. La Palma, Fuerteventura, ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Alle Add-ons wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch das nochmal alles genau angucken wollt. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Flug wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Flug. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Danke fürs Zuschauen. Ciao.